Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei Zockt F1 2013. Wir sind hier im letzten Saisonrennen für den Toro Rosso in Brasilien. Eigentlich eine Lieblingsstrecke von mir, aber hier läuft es gar nicht. Training war Tritsche nass, Qualifying war Verkehr ohne Ende und zu guter Letzt hat es mich dann aus der Strecke getragen. Und dabei habe ich dummerweise einen Sutil behindert, der überrundet wird. Ja, ich behindere einen, der überrundet wird. Das ist auch sowas. Oder der auf der Inlap ist. Und wie es denn dann so ist, kriegst du 10 Plätze Strafe. Deshalb starte ich heute von ganz hinten. Ich fahre ohne Safe Game. Ich fahre ohne Rückblende. Und was passiert, passiert. Und da es das letzte Rennen ist und wir nächste Saison garantiert im Sauber fahren, den Vertrag haben wir unterschrieben, ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal jetzt, wie es ausgeht. Ja, gleich mal hier die Kraftausdrücke direkt am Anfang vom Video benutzen. Ist mir gerade scheißegal jetzt, wie es ausgeht. Wir fahren jetzt ein Rennen. Ich hoffe, ich kann das Rennen ein bisschen genießen. Sprich, ein schönes, angenehmes Rennen fahren. Teamkollege startet von 12. Wir starten von 22. Wir sollen 16. werden. Herzlichen Glückwunsch, das geht garantiert in die Hose. Wir versuchen es trotzdem. Ich werde während dem Rennen wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, um mich mehr zu konzentrieren. Dann habe ich vielleicht Chancen, noch nach vorne zu fahren. Gucken wir mal. So, geplant ist, dass ich in Runde 8 reinkomme. Solange muss ich auf Weich fahren, dann gehe ich auf Fahrt. Benzin, Strategie normal. Tja, Alonso auf Pole. Wern auf 12. Wie auf 22. Nachdem du jetzt ein paar Punkte gesammelt hast, sollten wir heute wieder versuchen, in die Top 10 zu kommen. Tja. Die haben Vorstellungen, ey. Wenn's so einfach wäre, lieber Computer, dann nichts leichter als das, dann würde ich das machen. So. Glückwunsch, da haben sie es wieder geschafft, mich bitterbös aus dem Rennen zu nehmen. Fahr, Maldonado, fahr! Ich kann da nicht bremsen. Ich muss nach vorne, ich kann da nicht bremsen. So, auf der letzten Rille haben wir es geschafft, in der ersten Runde um 10 Plätze zu verbessern. Und jetzt gilt es, das Beste aus dem Rennen zu machen, ab hier. So, da rutschen wir schon. Schön. Wenn wir gleich einen im Kreuz hängen. Ja, die ganzen Kurven würde ich anders und schneller fahren, wenn ich nicht ständig einen vor der Nase hätte. So, wir gehen runter auf Standardbenzin, bremsen uns hier innen vorbei. Ja, ich bin mal gespannt, was ich hier umsetzen kann. So, da sind wir auf 10.
Ich sag ja, das ist meine Strecke. So, immer wieder im Infield mit dem höheren Flügel habe ich da die besseren Chancen. Ich bin wirklich gespannt, wo wir dieses Rennen hier beenden werden. Die Räder sehen ja schon ein bisschen angeschlagen aus. So, die Frage ist jetzt, ob die hinten DRS benutzen dürfen oder nicht. Geh rum! Keine Ahnung, was das war. Millimeter neben die Linie gekommen. Und schon ging's Lenken nicht mehr. So, da vorne verhalten so. Bremst! Oh, sag mal, ich stehe auf der Bremse. Ja, jetzt auf einmal macht er wieder. Also. Ich stehe auf der Bremse. Der bremst nicht, der lenkt nicht. Dann denkst du, oh, da muss ich mehr einschlagen, wenn der nicht mehr lenkt, muss stärker bremsen und dann greift alles. Das ist natürlich unschön, wenn man so ein veränderndes Fahrverhalten hat. Von Kurve zu Kurve wohlgemerkt. Nicht pro Runde. Achte auf den Fahrer hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ja, ist doch super. Habe ich vielleicht Chancen, nochmal dran zu kommen. Ja, da haben wir das gleiche Spiel wieder wie eben. Einmal macht er dann doch nicht, was er soll. Dann bleibt mir nur das Ausweichen innen über den Curb. Und was heißt dann? Verwarnung abkürzen. So, wir sind eigentlich von Runde zu Runde, glaube ich, schneller unterwegs. Aber eigentlich können wir sagen, es fluppt.
Ah, nicht ganz. Ja, Massa ist jetzt auch verdammt schnell unterwegs. Der kann natürlich die Fehler von mir nutzen. Wie den zum Beispiel schon wieder. Sag mal, ich stehe auf der Bremse und der schaltet runter, als würde ich nicht bremsen. Das gibt's doch nicht. Ja, und hier zieht's dann voll zu, die Bremse, wenn ich drauf trete. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mir hier keine Strafe einfange, dass ich dann nicht noch eine Durchfahrtsstrafe kriege oder eine Zeitstrafe am Rennende. Dann passt das eigentlich. Dann können wir gut leben mit Platz 9. Sound schwankt, als wollte einer mit mir reden, aber keiner sagt was. Knallrote Räder. Und ich frag mich, warum ich rutsch wie Hund. Ja. Ja, was soll ich machen? Das Auto fährt nicht mehr. Boah, das Auto fährt nicht mehr, wie ich will. So, da war wieder die Hand. Da habe ich den mal gecuttet, um wieder auf 10 zu kommen. Und jetzt fliegen wir rein in die Box. Oh Mann, ey, das Auto, das Handling ist gerade für den Arsch, wirklich. Oh. So, jetzt hoffe ich auf einen guten Boxenstopp. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Nicht stehen lassen hier. Ja, wie pass auf deine Reifen auf. Geiler Spruch. Bin die harten noch nicht einmal gefahren das Wochenende. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das Fahrverhalten mit den Rädern ist. Dann kommt dazu, die sind kalt. Ich habe keine Ahnung, wie lange die halten. Mein Bremsverhalten ist ein bisschen seltsam. Und ich muss Zeit gut machen. Ich muss das nutzen, dass wenn die jetzt in die Box fahren, muss ich an denen vorbeifliegen. Sehr schön. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Puh. Die Hatz um den Punkt geht wieder los. Ja, solange das Auto fährt, wie ich das vom Auto erwarte, ist das ja alles super hier. Dann kannst du hier schön im fünften Gang, ne, hier durch die Kurven fahren, anbremsen, dann hier schön drumrum. Kommst hier wieder auf die Linie, gehst hier schön im zweiten drumrum.
Was war das? Ich habe keinen Knopf gedrückt. Hallo Lenkrad? Hier geht gar nichts mehr gerade. Das ist geil. Das ist geil. So, ich habe keine Ahnung, ob ich die technischen Probleme hier wieder im Griff habe. Zumindest kann ich hier wieder steuern. Nee, das will ich alles nicht. Ich will zurück. Alter, was war denn das? So, hat mich jetzt mal gar nicht aus dem Rhythmus rausgerissen hier. Dass ich einfach ins Hauptmenü springe, ohne dass ich das will. So, wie gesagt, ich bin immer noch irritiert, was gerade eben passiert ist, aber nichtsdestotrotz geht es hier jetzt weiter. Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme und allem drum und dran. Also das Spiel hier, das gibt mir immer wieder neue Rätsel. Ich könnte es jetzt wieder aufs Lenkrad schieben, dass es irgendwelche Signale gibt, die ich gar nicht haben will. Wie zum Beispiel ein Pausenmenü, ohne dass ich einen Knopf drücke. Was mich dann zu der Überlegung führt, mir doch vielleicht um jetzt endlich schnellstmöglich ein Lenkrad zu besorgen. Also ich sag's mal so, ein Formel 1 F1 2014 Spiel kaufe ich mir nur noch dann, wenn ich's mit einem neuen Lenkrad spielen kann, nicht mehr mit dem hier. Das gebe ich mir nicht nochmal eine Saison. Lenk ein, lenk ein. Ja, ich muss langsam auf meine Räder gucken. Ich muss mit denen ja durchfahren. Entsprechend sollte ich die vielleicht ein bisschen schonen. Nicht mehr ganz so hart dran nehmen hier. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. So, auch wenn die mit großen Schritten kommen. Sag mal, ich bremse doch. Ach, das ist doch ein Lug und ein Trug hier. Rempel.
Sag mal, das ist normalerweise eine dritte Gangkurve. Wieso kriege ich die nicht mehr? Also, beim besten Willen, dieses Auto zwingt mich auf eine Linie, die ich überhaupt nicht fahren will. Wahrscheinlich, weil die Räder wieder im abbauenden Modus sind. Ich bin zum Überlegen. Wenn ich jetzt reingehen würde, würde ich frische Räder holen. Wären die dann so gut, dass ich die alle wieder einhole in den letzten Runden? Oder würde ich Zeit verlieren ohne Ende? Das ist halt die Frage, die sich mir hier stellt, ja? Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ja, ich versuche Reifen zu sparen. Aber die Rechnung geht irgendwie nicht so auf, die Reifensparrechnung. Ich verliere zum ersten Mal Zeit. Und wenn ich da nicht aufpasse, verliere ich meinen 10. Platz. Und das wäre ärgerlich. Den will ich nämlich nicht hergeben, den Punkt hätte ich ganz gern. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Ja, ist so schön leicht gesagt. Ich push ja schon wie so ein Blöder. Dummerweise muss ich aber auch um die Kurven rum. Und meine Reifen sind nicht mehr so gut, dass ich auf Highspeed die Linie treffe. Oh Mann. Mehr sage ich nicht. Wie oh Mann. Ich hoffe, der Ton wird überhaupt noch aufgenommen hier von mir. Nicht, dass das irgendein USB-Absturz war gerade, der auch mein Mikrofon sozusagen ausgeschaltet hat. Oh Mann, noch zwei Runden. Und der hinter mir hat immer noch frische Reifen. Das ist das, was mich wundert. Dem seine sind scheinbar noch nicht so abgefahren wie meine. Der kann immer noch pushen. Ich gehe schon auf dem Zahnfleisch hier. Fahr schon auf der... Oh oh. Ja, ich fahr schon nicht mehr auf dem Gummi vom Rad, sondern ich fahr schon auf der Karkasse, oder wie das Ding heißt.
So, die Runde muss ich noch durchstehen. Ich darf keinen vorbeilassen. Muss mich breit machen. Ich muss versuchen, die ein bisschen abzuhängen hier. Oh oh. Du überholst mich nicht mehr. Den nehmen wir mit, den Punkt. Sehr schön. Zehnter und ohne Strafe, ohne alles. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Von Startplatz 22 gestartet. Alles überholt in der ersten Runde. Ja. Gut gemacht. Du bist Zehnter. Das ist ein Punkt. Und die Konkurrenz auf 14 und 15. Das haben wir sehr, sehr gut hingekriegt. Was mich ein bisschen schockt. Okay, der Sauber hat nicht gefinisht und Hülkenberg auf 12. Eieieiei. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, in das Team zu wechseln. So, Vettel gewinnt vor Hamilton, vor Alonso, vor Rosberg, vor Massa, vor Webber, vor Raikön, vor Button, vor Perez. Dann kommen wir mit Nick Frey auf Platz 10. Dann kommen Grosjean, Hülkenberg, Maldonado, Van, Bottas, Sutil, Di Resta, Van der Garde, Pick, Chilton, Bianchi und Gutierrez, der ausgefallen ist. So. Für die nächste Saison. Tja, Vettel hat ganz gigantisch Platz 1 geholt in der WM. Nur 9 Punkte vor Alonso. Tja, wir sind auf Platz 15, haben Maldonado überholt. Aber es hat nicht gereicht, um noch andere Autos zu überholen, also die Reste Gutierrez und so weiter. Tja, 2 Punkte geholt, Blendenausgangssituation für das Team für die nächste Saison. Ich bin mal gespannt. Mit 34 Punkten ist ja der Sauber auch nicht gerade schlecht unterwegs gewesen. Da bin ich mal gespannt, was die aus ihren Punkten machen. Und ja, gucken wir noch die Jubelbilder an. Wenn die kommen, kommen keine Jubelbilder. Das ist jetzt sowas seltsam. Ich habe jetzt gedacht, die bejubeln mich dafür, dass ich einen Punkt geholt habe. So, gewonnene Fahrer-WMs 0 von 1 war es die erste Saison. Durchschnittliche Platzierung 17, 2 Punkte, immerhin 2 Punkte, in der ersten Saison 2 Punkte und wir fahren hier auf Profi, das ist ja so, ja, ist nicht so leicht. So, und dann wechseln wir hier zu Sauber, das ist der Saisonwechsel, da geht's zum neuen Team. Und ja gut, Musik und so weiter ist glaube ich ausgeschaltet, deshalb hören wir da nichts. Sauber F1 Team, da wechseln wir hin. Und unser Teamkollege heißt Hülkenberg oder Hülkenberg. Und dann geht's in Australien wieder los, direkt mit einem Techniktest. Mal gucken, was die Mails sagen. Informationen zum Rennen in Melbourne. Sehr schön, willkommen bei Sauber. Also sprich, eine Bilanz, nochmal eine Mail oder sowas, eine Bilanz von den Kollegen. Von Toro Rosso gab es gar nicht mehr. Die waren direkt der Meinung, so scheiß drauf. Interessiert die nicht mehr, was ich da gemacht habe. Und ja, was ist hier unser Ziel? Saisonziel wäre der 8er. Also 8. Platzierung. Wir starten Position 12. Ich bin mal gespannt, die Leistung vom Auto. Wie wir uns da einordnen in Australien. Ob wir ja Top 10 Kandidat sind. Ob es jetzt mit den Punkten praktisch in jedem Rennen Punkte geben muss. Und wenn nicht, dann große Enttäuschung oder ob wir das Team gewechselt haben und uns Toro Rosso vor der Nase rumfährt. Das alles werden wir sehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Nick Frey zockt F1 2013. Dann mit der zweiten Saison hier von F1 2013 im Sauber. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ich hoffe, dass das mit dem Zusammenschneiden von dem Rennvideo jetzt klappt und dass da keine größeren Fehler noch drin auftauchen. War schon ein Schock, dass du da einfach in die Pause schaltet. Echt unglaublich. Aber gut, jetzt bin ich erstmal weg. Macht's gut. Bye-bye.